Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxa. In diesem Video geht es um Ubuntu 24.04 und der Frage, was ist mit Wayland? Ja, durch Zufall bin ich jetzt auf einen Bug, ich nenne jetzt einfach mal einen Bug oder ein Problem, bin ich auf ein Problem gestoßen, was immer noch im Zusammenspiel mit Wayland gibt. Und zwar funktioniert nicht alles unter Wayland. Und ich zeige mal so ein, zwei Sachen, was mir da jetzt aufgefallen ist. So, mein Server hat ein kleines Update bekommen. Er hat einen neuen Monitor spendiert bekommen. Und zwar hier so ein 24 Zoll Monitor von BenQ. Der ist wohl so aus dem Jahre 2009, meine ich, hat der Besitzer geschrieben. Und der funktioniert super. 24 Zoll, Bild ist wunderbar klar, Full HD Auflösung. Aber darum geht es nicht. Es geht um Wayland. Wayland ist ja immer mal wieder ein Thema. Wayland soll ersetzt werden und Wayland soll besser sein und sicherer sein. Und ich sage einfach mal so, das stimmt, ja, aber es funktioniert halt eben nun mal nicht. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich die Einstellungen hier nicht öffnen kann, weil ich wollte jetzt irgendwas in den Klang einstellen, aber auch nochmal gucken, wie der Monitor hier erkannt wird, welche Einstellungsmöglichkeiten ich habe. Hier steht BenQ. Jetzt klappt alles wunderbar. Vielleicht kann ich sogar noch höher aufgehen in der Auflösung. Nee, kann ich nicht. Aber das reicht mir auch. Full HD, mehr wollte ich nicht haben. 60 Hertz, passt auch. Alles tipo picobello, Stand jetzt. Ich gebe mal ein Inksi. Inksi, so, jetzt habe ich es richtig geschrieben. Minus FZ. Genau, was ist jetzt hiervon interessant? Das wäre jetzt eine Auflistung meiner ganzen Hardware. Gnome 46, Kernel 6.8. Was wäre noch interessant? Ja, Nvidia-Grafikkarte wird richtig erkannt und wurde auch automatisch mitinstalliert, ohne dass ich irgendwas anklicken musste. Also das klappt schon mal prima nach wie vor. Hatte ich im letzten Video gar nicht erwähnt. Genau, das hat mich interessiert. Display. So, jetzt habe ich jetzt hier X11 als Display, X.org, Version ist uninteressant und auch noch irgendwie so ein bisschen X-Wayland mit drin. Und das funktioniert alles super, wackelnde Fenster, drehender Desktop, was das Herz begehrt, explodierende Fenster, beziehungsweise brennende Fenster, ja, wunderbar, alles prima. Ich mache jetzt mal einen Neustart und starte das Ganze mit Wayland. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. So. Ubuntu standardmäßig hochfahren. So, und jetzt logge ich mich mal ganz normal ein, so wie es sich gehört. Und sage ihm aber jetzt, könnt ihr lesen da unten, ich starte jetzt mit Wayland. So, komm, ich mache da mal schön groß. Ich sage ihm Wayland. Und jetzt starten wir das Ganze mal mit Wayland. Weil ich habe mich schon gewundert, warum Ubuntu standardmäßig nach wie vor mit dem X-Server gestartet wird und nicht mit Wayland. Weil Wayland sollte ja spätestens ab dieser Version standardmäßig eingeführt werden. Okay, das höre ich im Endeffekt schon seit 10 Jahren. Davon mal abgesehen. Aber was passiert jetzt? So, ich möchte jetzt in die Einstellung reingehen. Was passiert? Habt ihr gesehen? Achtet mal hier unten. Warte nochmal. Einstellung. Hab, wieder weg. Da dachte ich mir so, okay, ja, dann machen wir es halt eben so. Einstellung und weg. Ich sag mal, was ist das denn? Machen wir das Ganze mal mit der Konsole. Ich mache das mal für euch ein bisschen größer. Also wackelige Fenster, das klappt schon mal. Drehender Desktop klappt. Brennende Fenster, komm, wir lassen auch mal ein Fenster brennen. Jawohl, das klappt alles. Ich weiß, da braucht kein Mensch. Nur ich brauche es. Das ist sicherlich richtig. Wo haben wir es denn jetzt? Gnome Control Center. So, starten wir es über die Konsole. Aha. Okay, interessant. Lib. ELG Warning. Speicherzugriffsfehler, Klammer auf, Speicherabzug geschrieben, was das auch immer heißt. Ich habe nochmal gegoogelt, ich habe nichts gefunden. Ein Eintrag aus 2011 habe ich gefunden, der hat mich aber da auch nicht weitergebracht. Dann dachte ich mir so, komm, starten wir mal den Control Center mit sudo. Einfach mal so auf doof, mal gucken, was dann passiert.
soll man nicht machen. Ich weiß, das ist böse, aber zumindest er startet. Dachte ihm so, prima, dann mache ich eben die Einstellung per Sudo. Ist mir eigentlich auch egal. Nur das Problem ist jetzt hier, es wird nichts erkannt, kein Monitor, keine Klangkarte, also keine Soundkarte, nichts wird jetzt hier erkannt. Der Drucker komischerweise schon, aber alles andere nicht. Das könnte ich hier noch im Hintergrundbild noch ein bisschen verändern. Hier das Ganze jetzt hier auf blau machen, whatever. Selbst das geht. Oh, das geht auch nicht. Okay, festgetackert auf orange. Gut, das sind ja alles nur so Schönheitsfehler, aber dass ich keine Einstellung vornehmen kann, ist natürlich blöd. Jetzt habe ich natürlich hier so eine kryptische Fehlermeldung. Mal gucken, ich mache das hier mal so ein bisschen, dass ich besser lesen kann. Ja. Dekonf, eine Dekonf-Warnung. Okay, dann habe ich wohl irgendetwas vielleicht im Dekonf-Editor verbastelt, wie auch immer, das mag sein. Ich habe da einen Einstellung vorgenommen im Dekonf-Editor. Und deswegen vermute ich mal, dass damit Wayland nicht klarkommt. Das wäre jetzt mal eine Schlussfolgerung. Wayland kommt mit dem Dekonf-Editor nicht klar. Ich habe hier keine Chance, die Einstellung zu starten. Es geht immer wieder aus. So, mache ich nochmal einen Neustart. Und jetzt starte ich dementsprechend das Ganze mal mit dem X-Server. Oder mit X11. Ihr wisst schon, was ich meine. Da werden wir sehen, dass das Ganze prima funktioniert. So, ich logge mich wieder ein. Das Ganze jetzt diesmal mit dem X-Server. Drücke Enter. Und gefühlt kommt das Bild auch schneller, aber das kann sich nur um Millisekunden handeln. Das wäre für mich jetzt kein K.O.-Kriterium. Ich gehe in die Einstellung und siehe da, die Einstellungen funktionieren ohne Sudo. Hier wird alles prima erkannt. Der Monitor ist richtig, die Auflösung, Herzzahl ist richtig. Und bei Klang werden jetzt dementsprechend auch die Ausgabegeräte richtig erkannt. So wie das auch sein muss. Ja, hier wird alles richtig erkannt, so wie ich mir das im Endeffekt auch vorstelle. Das war, wie gesagt, nur mal ganz kurz, das war nur eine ganz kurze Info, wie es jetzt hier aussieht, wenn ich dementsprechend Ubuntu mit WLAN starte. Also ich habe damit nach wie vor Probleme und das ist nur ein Problem, sage ich einfach mal, den ich jetzt auf der Stelle zeigen kann. Da gibt es noch weitere andere Probleme, die WLAN zurzeit noch mit Ubuntu hat. Ich muss dabei sagen, ich habe mit dem Dekonf-Editor ein paar Verbastelungen vorgenommen. Über den hier. So wie ich das im Endeffekt seit Jahrzehnten gewohnt bin, sage ich einfach mal. Dekonf-Editor und dementsprechend da ein paar Einstellungen mit vornehmen. Das klappt unter X11 oder unter dem X-Server klappt das wunderbar. Nur unter Wayland dann wohl offensichtlich nicht. Ich starte jetzt mal Ubuntu 24.04, genau, mit Wayland. Da dachte ich mir so, komm, ich wollte jetzt nur eine neue Karte generieren. Beim Map Composer starte den Map Composer und auch genau das gleiche Problem. Zack, und da geht auch mal das Fenster sofort aus. Ich dachte, Hilfe Gott, was ist denn jetzt los? Ja, und neu starten geht jetzt hier irgendwie auch nicht. Wenn ich jetzt hier draufklicke, ist irgendwie Bereitschaft geht zwar, aber ja gut, wir können auch nochmal auf Bereitschaft klicken. Komm, da passiert auch noch ein interessanter Effekt. So, jetzt müsste er in Bereitschaft sein. Er schläft. So, jetzt wecken wir ihn mal wieder auf. Passiert nichts. Irgendwie passiert nichts. Kann ich tun und machen, was ich will. Maus klicken. Oder? Ah, genau. Dann wird alles strubbelig. Okay. Ja, warum nicht, ne? Das wäre zum Thema Wayland. Sehr interessant. So, ich logge mich wieder ein.
und starte das Ganze mit über den X-Server. So, wir schauen nochmal nach. Effekte sind nach wie vor da und ich meine, das läuft doch alles ein bisschen schneller, ein bisschen fixer und fühlt sich einfach irgendwie, es fühlt sich besser an. Ob es besser ist, weiß ich nicht. Nautilus Nest lässt sich öffnen, die wackelnden Fenster sehen ja auch ein bisschen smarter und smoothiger aus. Kann aber auch nur eine subjektive Wahrnehmung sein. Brennende Fenster und slidende Fenster, all solche Spielereien funktionieren. Ich starte den Map Composer und auch der funktioniert einwandfrei. Kann ich dementsprechend ohne Fehlermeldung. Hier sehen wir, er startet wunderbar durch und ich kann Karten generieren, so wie ich lustig bin. So viel zum Thema Wayland. Stand 17. Mai 2024, 18.57 Uhr. Vielleicht tut sich ja etwas in nächster Zeit. Auf jeden Fall, die beiden Probleme habe ich jetzt. Einmal läuft ein Java-basiertes Programm nicht. Und zwar der Map Composer unter Wayland. Und die Einstellungen, die sind weg. Wo haben wir sie? Die Einstellungen funktionieren aus irgendwelchen Gründen mit Wayland nicht. Ich vermute mal, das liegt daran, weil ich über einen Deconf-Editor habe ich hier so einiges verbastelt. Klar, keine Frage, habe ich auch gemacht. Und das mag wohl Wayland nicht. Ich habe hier diverse Einstellungen vorgenommen, alles so eingestellt, dass ich halt eben das System ja so habe, wie es mir am besten gefällt. Ich meine, so viel sollte Wayland eigentlich können, ist meine Meinung. Ja, da melde ich mich doch nochmal, ganz kurz per OBS. Also das funktioniert soweit alles unterm X-Server. Und da kann ich gleich auch mal einen Test machen, ob das auch alles so wunderbar unter Wayland funktioniert. Also hier auch nochmal zum Beweis, wie smooth und sanft hier alles läuft über einen X-Server. Und wenn ich jetzt hier mal eingebe, inxi-fz, und dann können wir mal gucken, was da jetzt genau im Einzelnen hier im Hintergrund läuft. Ich glaube, ziemlich weit oben steht das. Hier, genau, Display X11, Server X.org und noch mit einer gewissen Wayland, also X-Wayland Unterstützung. Zumindest interpretiere ich das jetzt einfach mal so. Und ich kann jetzt gleich nochmal Wayland nochmal ganz kurz starten und mal gucken, was dann da drin steht. So, ich locke mich nochmal ganz kurz per Wayland ein und ich mache nochmal einen weiteren Test. Mir ist nämlich noch etwas eingefallen, was höchstwahrscheinlich auch nicht funktioniert. Und zwar, das ist ja so gesehen mein Server. Und zwar wäre der Normalzustand, dass ich jetzt im Wohnzimmer sitze, an meinem Hauptlaptop und auf den Server zugreifen will und über Remina praktisch das Ganze dann steuern möchte. So, ich gehe dann immer so vor. Remina ist soweit eingestellt, eingerichtet und ich mache jetzt hier so einen Doppelklick machen und kann dann dementsprechend auf den Server zugreifen. Und wie man sieht, der Bildschirm ist schwarz. Ja? So, dann muss ich hier den einmal freigeben. Und ich werde hier rausgeschmissen. So, ich versuche das jetzt nochmal. Mache jetzt hier einen Doppelklick. Da, jetzt kommt da die Meldung. Ich klicke mal jetzt hier oben drauf. Und ich werde rausgeschmissen. Ich melde mich jetzt hier nochmal ab und logge mich mit dem X-Server ein. Und mal gucken, was dann passiert. So, Rechner ist hochgefahren. Ich logge mich wieder ein. Und zwar das Ganze mit X11, drücke Enter. Und ja, das ist ja soweit klar. Jetzt gehe ich hier rüber. Wir tun es so, als ob ich schön im Wohnzimmer sitze, schön auf der Couch, schön gemütlich oder im Garten oder whatever, wo auch immer. Und ich denke mir so, ich habe jetzt Bock und Lust, ein Video zu schneiden.
Ich schließe das Fenster mal wieder. Ich starte Reminder. Doppelklick. Warte ein paar Sekunden und voilà, ich bin drauf. Ich kann hier so ganz lustig das tun, was ich tun möchte. Nämlich auf einer fremden Maschine arbeiten. Weil dafür ist das Ding nämlich da. Er soll arbeiten, er soll rendern, einmal Videos, er soll Karten rendern und damit stundenlang beschäftigt sein, währenddessen ich mit meinem Laptop was anderes machen kann. Das ist so die Hauptaufgabe meines Servers. Klar, noch ein paar Datenrettungen, sowas macht er auch noch. Und so ein bisschen so rumspielen, neues Betriebssystem testen und. Aber das sind die beiden Hauptaufgaben, die für mich mein Server, ich nenne ihn einfach mal so Home Server, für mich machen soll. Er soll für mich mal lochen. Ne? KDN Live. Jetzt mal starte. Gehen wir mal hier rein als Beispiel. Genau, das Video, was ich jetzt gerade drehe, schneide ich schon. Oder ein Teil davon. Und jetzt kann ich praktisch auf ihn zugreifen und das Ganze schneiden. So, nehme ich jetzt hier mein Intro, nächstes und kann dann halt eben dementsprechend damit arbeiten. Das wäre jetzt der Zustand, so wie ich im Wohnzimmer jetzt sitzen würde und hab hier vollen Zugriff drauf, ohne Probleme. Das läuft wirklich wie Butter, als ob man von einer echten Maschine sitzt. Und wie gesagt, dafür brauche ich das Ding und ich brauche Reminder auf jeden Fall oder was ähnliches, um vernünftig auf den Server oder auf diesem Rechner zuzugreifen. Und das funktioniert unter Wayland, so wie es jetzt eingestellt ist, leider nicht. So, da muss ich doch wieder mal mit der Außenkamera melden, weil ich wollte eigentlich jetzt OBS starten unter Wayland und da passiert Folgendes, zack. Auch das Fenster funktioniert nicht. Da hätten wir den nächsten Fehler. Also aus meiner Sicht ist Wayland noch nicht reif, um es als Standard einzusetzen. Das kann man natürlich auch anders sehen, indem man einfach sagt, okay, man lässt den ganzen Fehlerfanz weg und dann läuft es auch. Aber warum soll ich schlechter arbeiten, als es möglich ist? Ein kurzer Nachtrag vom Nachtrag. Und zwar hier auf der Seite von tuxedocomputers.com. Da ist noch ein kleiner Bericht über X11 und Wayland und was das Ganze so zu bedeuten hat. Machen wir eben hier ein bisschen größer. Ja, da wird erstmal nur beschrieben, was X11 überhaupt ist und wo das herkommt, ist aus dem Jahre 1984. Alleine das wäre ja kein Grund. Und da sagen auch viele, X11 ist jetzt mittlerweile so alt, von 1984, und aus dem Grund müsste es ersetzt werden. Also das ist für mich kein Grund. Wenn man sich überlegt, ein Automobil ist aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und die gibt es heute immer noch. So gesehen, klar, ein paar Upgrades und Updates sind natürlich dabei, keine Frage. Das braucht mit Sicherheit X11 auch, aber nur hergehen und zu sagen, X11 ist aus dem Jahre 1984, deswegen muss es weg, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Also das ist natürlich ein Argument, hier steht, da der Code von X11 schon lange ein kaum noch wartbares Flickenteppich ist, wurde 208 ein neues Protokoll gestartet. So, und da ist für mich mal der Fehler drin. Man hätte das einfach von Grund auf nochmal updaten müssen und nicht etwas komplett Neues erfinden sollen. Also das ist zumindest meine Meinung. Und dadurch sind die ganzen vielen Probleme auch entstanden. Ja, was hier steht, ist im Grunde genommen soweit richtig. Das kann ich so unterstreichen. Aber wie gesagt, mich stört jetzt nur daran halt eben, dass ein neues Projekt gestartet wurde. So, und was auch interessant ist, hier steht, am weitesten fortgeschritten, also ist jetzt Wayland, ist die Einbindung unter Gnome, gefolgt vom Plasma. Also von KDE. Also auf Platz 1 am weitesten verbreitet ist es unter Gnome, danach gefolgt auf Platz 2 KDE und dann kommen die anderen. Also wenn es bei Gnome schon so viele Probleme gibt, dann möchte ich nicht wissen, wie es bei KDE und XFCE und so weiter aussieht, dann müsste es ja höchstwahrscheinlich noch mehr Probleme geben. Und hier steht auch noch, das wusste ich auch noch nicht, XFCE und LXQT machen gerade die ersten Schritte in diese Richtung. Oh, das ist natürlich verdammt spät dran.
Und dann geht der Text hier weiter. Es besteht aber keine Eile. Okay, das kann man natürlich sehen, wie man will. Es muss da etwas passieren, das sehe ich genauso. Und hier wird der Unterschied nochmal beschrieben. X11 zu Valent. Und das ist natürlich ein interessanter Satz hier. Valent implementiert aus Sicherheitsgründen nicht alle Funktionen des X-Servers. Die machen sich dann natürlich ganz einfach und sagen, ja, das ist ein Sicherheitsrisiko, das ist ein bisschen buggy, das ist nicht in Ordnung, das streichen wir einfach alles. Das soll dann die Desktop-Umgebung bzw. die einzelnen Apps sollen das dann abfangen. Und da ist natürlich ein einfacher Weg, ne? Einfach alles zu streichen und sagen, nee, das sollen die anderen machen. Ne? Und dann steht hier sogar noch drunter, solche Funktionen müssen unter der Valent-Protokoll-Erweiterung seitens des Desktop erfolgen. Genau, da steht es auch nochmal, wieder den Part abgeschoben, ja, soll die Desktop-Umgebung machen und ein zusätzliches Protokoll mit einfügen, was dann im Endeffekt dann auch wieder genau das gleiche ist, als ob man X11 hätte, so rein technisch gesehen. Und dann hier nochmal ein kleiner Rückblick, wie alles angefangen hat und dass hier mehrere Versuche gestartet wurden von Seiten von Ubuntu, Valent als Standard einzufügen. Das war, glaube ich, 3 oder 4 Mal und das hat jedes Mal nicht funktioniert. Also im Endeffekt wünsche ich mir auch, dass es funktioniert. Also die Probleme, die ich jetzt gerade aufgeführt habe, wie gesagt, das ist nur aus der Sicht eines einfachen Anwender, der einfach da an sein Gnome wie gewohnt herumbastelt, so wie er es gewohnt ist und auf einmal umswitcht von X11 auf Valent, auf einmal geht nicht mehr. Das muss natürlich irgendwie, finde ich, zumindest behoben sein. Oder man muss von vornherein sagen, wenn ihr Valent benutzt, verändert da bloß nichts dran. Dann funktioniert's. Ist das der richtige Weg? Ich weiß es nicht, ne? Man kann mal machen, ne? Man kann so vieles machen. Ja, aber wenn dann solche Probleme geschaffen werden, dann denke ich mal, ist das der verkehrte Weg. Zumal gerade dieses Tool gconf Editor. Oder nee, beziehungsweise dConf-Editor. Den gibt es ja schon, solange es Gnome 3 gibt. Und davor hieß die ganze Geschichte gConf-Editor. Also das gibt es auch schon seit, eigentlich schon seit immer. Zumindest so lange, wie ich Ubuntu benutze. Das ist seit 2006. Da bin ich das erste Mal auf den gConf-Editor gestoßen und habe da mal eine Anpassung mitgemacht. Und können wir mal ganz kurz googeln. gConf. Gibt es überhaupt einen Wiki-Eintrag zu gconf? Hier steht leider nicht drauf, von wann das ist. Ja, hier steht es, genau. Unter Gnome 2 war das noch gconf-Editor. Ja, 2009 ist der Artikel zum Beispiel. Und da war es auch schon ein paar Jahre auf dem Markt. Hier 2003 bis 2006. Das kommt ungefähr hin. Vielleicht gibt es sogar schon noch länger, aber mindestens seit diesem Zeitraum. Und wie gesagt, es ist ein Werkzeug, womit man eigentlich gut arbeiten kann. Und das sollte halt eben auch unter Gnome funktionieren. Unter Valent funktionieren. So. Ja, das soweit zum Thema X11 versus Valent. Ich wollte einfach jetzt mit dem Video einfach nur nochmal das Ganze bisschen transparent zeigen, was bedeutet Valent in der Praxis im Jahre 2024. Also für mich ist es noch nicht zu 100% vergleichbar mit X11. Da gibt es etliche Probleme noch und die sollten auf jeden Fall behoben werden. So ganz einfache Einstellungen, die man mit dem gconf bzw. mit dem dconf-Editor machen kann, die sollten auf jeden Fall unter Valent funktionieren und alles ist gut. So, das wäre meine Meinung dazu. Ja, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich jetzt noch bis zum nächsten Mal. Glück auf!